Wir haben den Kommentar bekommen, DJ zu sein ist ein Laune-Ding. Und warum DJ zu sein nicht nur ein Laune-Ding ist und wieso du dir da sogar Steine in den Weg legst und deiner DJ-Karriere wirklich nachhaltig schadest, erfährst du in diesem Video. Abonnier den Kanal, nur so verpasst du nichts und wir sehen uns gleich nach dem Intro. Ja, herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf unserem Kanal und leider wurde dieser Kommentar wieder gelöscht. Vielleicht hat es derjenige selber erkannt, dass die Aussage nicht ganz so clever war, aber ich habe es mir trotzdem gemerkt und ich wollte auf dieses Thema eingehen, weil es mich sehr zum Nachdenken angeregt hat und deswegen möchte ich sie einfach mal thematisieren. Zuerst sollten wir uns mal im Prinzip darauf festlegen, im Prinzip, worüber wir reden im Prinzip, wenn man sagt eben DJ zu sein, ja. Also es gibt ja dieses DJ-Sein, was leider ein bisschen Verruf geraten ist mit dem, dass halt jeder, der irgendwie ja, einen kleinen Controller hat, irgendwie eine Software und für sich so mixt, sagt, er ist DJ. Aber eigentlich ist ja ein DJ nach unserer Definition auch jemanden, der wirklich ja, das Ganze professioneller angeht, ja, der das Ganze auch in gewisser Weise als Job ansieht und ja, wo man einfach von einem professionellen Dienstleister sprechen kann, der das Ganze auch öffentlich betreibt. Und dieser Kommentar ging insofern noch weiter, dass es nicht einfach nur stand, DJ zu sein ist ein Laune-Ding, sondern es ging auch im O-Ton im Prinzip so nach dem Motto weiter, mal läuft es halt besser, mal schlechter, je nachdem wie die Laune halt ist, ne? Und man ist ja kein Roboter und ja, ne? Es ist halt, mal läuft es eben so und mal so. Ja, und da muss ich auf jeden Fall sagen, dass ich das auf keinen Fall so unterschreiben kann, denn es mag ja sein, dass es für diese Person so ist, dass er eben manchmal an schlechten Tagen vielleicht eher ein bisschen Larifari schlechter auflegt und mal, wenn er geil motiviert ist, besser auflegt. Und dann ist halt die Party auch eben mal geiler oder mal weniger geil. Aber wenn wir an einem gewissen Punkt angekommen sind, ja, dass die DJ-Karriere wirklich eben ja, ernst gemeint ist sozusagen, ja, dass wir von einem professionellen Level sprechen können, dass man sich hier wirklich als Dienstleister betrachtet, der Aufträge von ja, wenn man offizieller Stelle bekommt, ja, oder sei es jetzt auch Privatpersonen, die einen sozusagen wirklich offiziell buchen und dafür auch bezahlt wird, dann kommt da im Prinzip halt eine Art Business-Komponente mit ins Spiel, bei der man nicht mehr einfach nur sagen kann, DJ zu sein ist ein Laune-Ding. Ja. Denn du hast im Prinzip Erwartungen zu erfüllen, du gibst ja auch im Prinzip mit deiner Buchung ein Versprechen, ein Vertrauen in die Zukunft, ja, dass, wenn du auflegst, eben, dass es geil wird und dass du dein Bestmögliches tust, um diese Party zu bereichern und die Leute wirklich zu begeistern. Ja, dafür wirst du ja im Prinzip auch bezahlt als Dienstleister, dass du einen guten Job machst und nicht, dass du eben irgendwas in Larifari nach Laune machst. Deswegen kann man das vielleicht machen, wenn man für sich daheim auflegt oder irgendwie vielleicht auf Privatfeiern und das alles sehr in inoffiziellen Rahmen hat. Aber wenn wir an dem Punkt sprechen halt, dass man wirklich ja, sich als offiziellen, professionellen DJ bezeichnet und dafür auch Geld bekommt, dann ja, ist es einfach höchst unprofessionell, wenn man so ein Verhalten oder so eine Denkweise an den Tag legt. Ja? Weil wenn man einfach sagt, oh, heute geht's mir nicht so gut oder ich habe heute keinen Bock und ja, dann gebe ich mir halt natürlich auch nicht so Mühe und dann ist die Party jetzt auch nicht so geil, aber nächstes Wochenende wird es bestimmt wieder besser, dann ist das einfach nicht in Ordnung. Ja, das ist nicht fair deinem Auftraggeber gegenüber und ja, mit dem Moment eben, wo du auch für deine Leistung bezahlt wirst, ja, musst du diese Leistung auch erbringen, ob es jetzt heute ein Tag ist oder nicht. Ja. Und das ist auch das, was einen guten DJ wirklich ausmacht, weil er selbst an einem schlechten Tag immer noch sehr gut performen wird, weil er zum einen sehr gut vorbereitet ist. Ja, das heißt, es fällt ihm umso leichter, eine gute Performance abzuliefern, weil jeder Handgriff sitzt, ja, die Mediathek ist ordentlich sortiert. Man hat einfach eine sehr ja, gute Routine, man ist eingespielt, ja, man weiß einfach immer, wie der Hase läuft und man kann sein Programm abspulen. Und ein guter und schlechter Tag unterscheidet sich dann vielleicht eher nur so vom i-Tüpfelchen, dass halt man warum auch immer irgendwie schafft, mal den Vibe einfach noch ein bisschen besser zu catchen und dann halt die Party wirklich
ja, einfach nochmal auf ein neues Level zu pushen. Aber trotzdem, dass nie jemand auch nur auf die Idee käme, zu sagen, ah, heute war jetzt irgendwie nicht so dein Tag, aber ja, eben, dir ging es ja vielleicht auch jetzt nicht so gut oder du warst ja nicht so motiviert, sagen wir es mal so, wenn wir jetzt von Krankheit sprechen, ist ja ein ganz anderer Fall, aber hier geht es ja wirklich nur um Laune. Ja, eben, heute war vielleicht deine Laune nicht so gut, aber ja, ist ja in Ordnung, wie gesagt, nächstes Wochenende wird es vielleicht besser. Ja, sondern dass man auch bei einem professionellen DJ, die regelmäßig gebucht werden und die auch regelmäßig ordentliche Gagen dafür bekommen, sicher sein kann, davon ausgehen kann, denn man kann sich darauf verlassen, dass diese Person auch abliefert. Und zwar egal, was für eine Laune derjenige heute am Tag hat. Und ja, deswegen ist es für mich eine sehr unprofessionelle Aussage im Prinzip. Und damit schadest du im Prinzip auch deiner Karriere nachhaltig, weil wenn das eben eintritt, dass du halt vielleicht nicht mal den besten Tag hast und deine Laune ist eben jetzt nicht so geil und eben du performst dann nicht so gut, na, dann ist ja wohl logisch, dass du wahrscheinlich in Zukunft eben bei dem Laden zum Beispiel nicht mehr gebucht wirst oder sei es jetzt irgendwie als Mobile DJ, wenn du Privatkunden hast, ja, dann wirst du einfach weniger weiterempfohlen, wie auch immer, ja. Das heißt, ist es ja nicht nur so, dass du der Party selber vor Ort dann zu dem Zeitpunkt im Prinzip schadest, mit dem, dass du nicht deine Bestleistung gibst, sondern es ist auch eben nachhaltig für die Zukunft, wo du dir schadest. Und deswegen würde ich dann an der Stelle, das ist ja kaum vorzustellen, ja, aber wenn du irgendwann mal sagst, meine Laune heute ist so schlecht, dass ich es unter keinen Umständen schaffen werde, eine gute Performance abzuliefern, wo ich mir aber wirklich dann auch nochmal überlegen würde, ob das DJing was für dich ist oder im Prinzip, ob du da den richtigen Gig angenommen hast, wenn du da so überhaupt keinen Bock drauf hast, dass man da vielleicht lieber einen Ersatz besorgt, ja, damit die ganze Sache halt nicht komplett in den Bach runtergeht. Denn es ist immer noch ja eine tolle Möglichkeit, dass du im Prinzip in gewisser Weise ein Hobby zum Beruf gemacht hast und das sollte man auch wertschätzen und deswegen, ja, für mich eine sehr, sehr fahrlässige Einstellung, wenn man sagt, eben DJ zu sein, ist ein Laune-Ding. Aber mich würde mal deine Meinung interessieren. Wie siehst du das Ganze? Hast du manchmal auch Probleme mit der Laune, dass du sagst, heute ist nicht mein Tag, heute kann ich auch irgendwie nicht gescheit performen, warum auch immer? Oder schaffst du das komplett auszublenden und lieferst einfach immer ab? Schreib mir, wie gesagt, mal deine Meinung in die Kommentare. In diesem Sinne, wie immer, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Patrick von Auflegen mit Erfolg.